Hallo ihr Lieben, einfach genial heute aus Paris. Bonjour. Ups, erwischt. Ich bin natürlich nicht in Frankreich, sondern in Liechtenstein in der Mini-Welt. Aber genau solche Modelle wie der Eiffelturm hier, die werden gebaut, originalgetreu. Und damit das klappt und was das für Herausforderungen mit sich bringt, das schaue ich mir heute an. Und damit herzlich willkommen bei Einfach Genial. Außerdem bedenkenlos knabbern. Schüler erfinden gesunde Chips. Draußen trainieren. Der Crosstrainer für die Straße. Und schwungvoll öffnen. Ein Türstopper schont die Wand. Wenn man in wenigen Schritten von Ägypten über Wien nach Washington, Sydney und Paris gelangt und gleich darauf die Gölschtalbrücke erblickt, dann ist man im sächsischen Liechtenstein. Der 1999 eröffnete Landschaftspark mit seinen über 100 Modellen berühmter Gebäude wird fit gemacht für die Saisoneröffnung. Henriette will mit anpacken und hat sich mit Modellbauerin Antje Hempel getroffen. Gemeinsam wollen sie das Leipziger Völkerschlachtdenkmal von Winterschäden befreien. Das hast du mitgebracht? Ja, hat über ein Jahr gedauert, bevor wir es fertig hatten. Dann sag mal, was hast du hier gemacht? Zeig mal, geh mal ran und zeig mal. Und zwar haben wir hier die Steine gesägt. Ja. Und natürlich auch gemauert. Das Fenster hergestellt. Genau originalgetreu. Jeder Stein ist hier ganz genau originalgetreu 1 zu 25. Wonach sucht ihr denn die Steine aus, wenn du sagst, ne, ihr versucht es ja so dicht am Original zu halten? Ja, hier muss ich wirklich sagen, hier waren wir extra in Beuscha und waren dort in diesem Steinbruch und haben dort Steine geschenkt bekommen. Aber es waren hauptsächlich Bruchsteine. Aber das sind nicht die Steine? Originalgetreu, damals auch von dort geholt. Ach, Wahnsinn. Das ist das Tolle an der ganzen Sache. Die Steine für das Modell sind die gleichen wie für das Original. Eine Besonderheit dieses Parks. Auch für die Frauenkirche verwendeten die Modellbauer Sandstein. Der Taj Mahal ist mit Marmor besetzt. Also das versucht ihr, wenn es möglich ist, auch möglich zu machen, dass man sagt, wir haben hier das gleiche Baumaterial. Genau, das gleiche Baumaterial. Und dann habt ihr euch auch rangemacht und habt das hier alles geschliffen gemacht. Hier ist ja auch richtig rund. Ja, ne? ist richtig rund geschliffen. Machen. Das war natürlich auch eine Herausforderung. Hier natürlich auch richtig bearbeitet hier mit Hammer und Meißel. Ja. Na, genau, jeder Stein ist originalgetreu. Welche Winterschäden die beiden an diesem Modell beseitigen müssen, sehen Sie gleich. Kurz nicht aufgepasst. Die Tür schlägt gegen die Wand. Das Ergebnis: eine unschöne Delle. Diese Erfindung soll hier helfen. Sie soll die Tür zum Halten bringen, bevor die Klinke die Wand berührt. Es ist die Idee von Tüftler Johann Huber aus Oberbayern, die er zum Patent angemeldet hat. Durch die Nachfrage vieler Leute habe ich gedacht, was kann man Neues erfinden? Was ist besser als der herkömmliche Stoppbaum? Und so begann der gelernte Fliesenleger zu tüfteln. Aber ganz ehrlich, bei der Suche nach Türstoppern im Internet erscheinen unzählige Angebote. Warum musste er den Türstopper jetzt neu erfinden? Das ist ein herkömmlicher Türstopper. Der liegt am Boden, ist Stolperfallen beim Reinigen behinderter. Außerdem gibt es Stopper, die man an Wand oder Boden mit Schrauben befestigen kann. Auch das wollte Johann Huber nicht. Meine Erfindung ist simpel und einfach. Man hängt den nur an der Tür oben ein. Fertig. Auf der einen Seite hat sein Türstopper einen weichen Kunststoffpuffer. Auf der anderen Seite einen Haken. Damit passt er an jede genormte Tür, die so ein Profil, einen sogenannten Falz hat. Das 8 cm lange Rohrstück sorgt für den nötigen Abstand, damit die ebenfalls genormte Türklinke nicht an die Wand schlägt. Schließen lässt sich die Tür trotz Stopper ganz normal.
Für manche Türen hat Johann Huber allerdings doch eine Variante zum Schrauben. Es gibt auch die Türen oder Schreinertüren, die breiter sind. Dann benötige ich die stumpfe Variante. Da kommt nur eine kleine Schraube rein, die von oben her nicht sichtbar ist. Und deshalb auch ohne weiteres unauffällig wieder entfernt werden kann. Der Tüftler vertreibt seine Idee bereits im Internet und auf Messen. Der Türstopper wird sehr gut angenommen. Fast überall, wo wir hinkommen und den zeige, wird verblüfft geschaut, weil den keiner kennt und die den auch dann sofort haben will. Der eine wird probiert und dann wird schon geschaut, wie viele Türen haben wir, wo können wir den verwenden. Und das brachte ihn darauf, noch weiter zu tüfteln und eine Variante für Glastüren zu bauen. Damit der Türstopper hält, ist in dem Haken ein transparenter Puffer aus Gummi eingebaut, der eine wichtige Funktion hat. Eine Glastür hat 8 mm und dann ist der Abstand genau richtig, damit er den schön einhängen kann und ihn verschieben kann, wo er gerade am besten passt. Mit seinem Türstopper hat Johann Huber eine einfache Idee umgesetzt, auf die vor ihm scheinbar noch keiner gekommen ist. In der Miniwelt Liechtenstein soll das Modell des Völkerschlachtdenkmals von Winterschäden befreit werden. Mehr als 7000 Steine, teils Originalmaterial, haben Antje Hempel und ihre drei Kollegen damals hier verbaut. Hier ist noch einiges. Oh ja, deswegen sind wir ja auch hier. Einiges, genau. Was wir sind wir ja auch hier. Wir wollen ja hier ein bisschen was arbeiten. Hier. Ja. Das muss ja noch bis zur Eröffnung fertig werden. Und jetzt zeige ich dir mal hier, was wir zum Beispiel machen könnten. Da kann man es ganz deutlich sehen. Ja. Über dem Winter über sind natürlich Steine hier abgefallen. Ja. Es ist noch viel Moos dran, es muss sauber gemacht werden. Und vor allem wichtig ist, dass die Steine wieder an ihren Fleck kommen. Das Modell ist zu groß, um es für den Winter einzupacken. Das Wetter und die Zeit haben deutliche Spuren hinterlassen. Moos ist gewachsen und der eine oder andere Stein hat sich gelockert. Antje? Ja? Oh, so was passiert. Schlimm, nein, nein. Wir machen das auch. Es sind wirklich einige locker, ne? Ja, genau, einige locker. Gut. Das ist eigentlich, das habe ich gewusst. Ja. Aber das ist auch nicht schlimm. Als ihr das hier gemacht habt, die Steine habt ihr doch bestimmt nicht so bekommen, oder? So? Nein, die haben wir alles selber gesägt mit einer großen Steinsäge. Ihr habt jeden einzelnen Stein bearbeitet? Ja, jeden einzelnen Stein. Mein Gott, was für eine Arbeit. Das war viel Arbeit, muss ich wirklich auch sagen. Bin ich auch stolz drauf. Und ab und zu gab es natürlich auch mal Tränen. Ja. Na, wo wir gemerkt haben, wir haben einen Stein gesägt. Das waren ja eigentlich geschenkte Steine. Also, und dann ist man wupp. Auseinandergegeben, hat sich schon Mühe gegeben, der Stein war kaputt und schon muss man wieder neu machen. Oh Mann. Den groben Dreck, den die beiden aus den Fugen gekratzt haben, saugt Antje einfach weg. Bevor sie die fehlenden Steine wieder einsetzt, werden die aufbereitet. Der alte Mörtel muss ab, damit sie wieder in die Lücken passen. So, Brille auf. Ja, Brille auf. Ich würde es mal zeigen, wie das so funktioniert. Antje ist bereits seit 25 Jahren hauptamtlich als Modellbauerin in der Miniwelt. Das muss ich mal, das ist doch eine Steinschleifmaschine. Ja, genau. Hast du das gelernt oder dir beigebracht? Oder wie? Also gelernt, ich muss mal sagen, ich bin eine gelernte Feinmechanikerin. Ja. Und dadurch bin ich auch zur Miniwelt gekommen, weil ich schon ein bisschen handwerklichen Beruf habe. Ja. Und dann hat man sich natürlich mit der Zeit ein bisschen angeeignet hier in der Miniwelt natürlich auch. Und inzwischen beherrscht sie die Arbeiten hier aus dem FF. Genau. Oh, gut. Staubwolke hier. Ja. Über die Winterpause sind aber auch Steine komplett verloren gegangen. Wie Antje die ersetzt, sehen Sie gleich. Training im Fitnessstudio. Ständig nur auf der Stelle treten, um zu schwitzen. Das war Frank Stellies auf die Dauer zu eintönig. Deshalb hat der Maschinenbauer aus Bremen gemeinsam mit einem Freund dieses Trainingsgerät für draußen entwickelt. Ich habe den Crosstrainer auf die Straße geholt. Ein komplettes Workout und Cardiotraining an der frischen Luft.
Die Erfindung ist Ganzkörpertrainingsgerät und Fortbewegungsmittel in einem. Wie bei einem Crosstrainer, den man aus dem Fitnessstudio kennt, muss man Arme und Beine bewegen. Anders als die Indoor-Variante aber hat dieses Gerät drei Räder. Die Bewegung der Holme und der Pedale wird über die Kette auf das Hinterrad übertragen. So kommt das Ganze vorwärts. Eine Besonderheit ist das patentierte Lenksystem. Es gab bisher auf dem Fahrradmarkt bei den herkömmlichen Rädern kein Produkt, was die Übertragung der Lenkung und Dämpfung auf die Räder gebracht hätte. Wir brauchen also ein anderes System. In dem Kolben läuft ein Öldruck, der das Gerät lenkbar macht. Der überträgt die Lenkbewegung auf die Achse und somit auf die Räder. Also wenn du jetzt in die Kurvenlage gehst, dann öffnet er sich, damit die Räder beweglich sind. Wenn du im Geradeauslauf bist, dann schließt er sich. So ist es möglich, dass man nur über die Gewichtsverlagerung das Gefährt lenken kann. Wir haben Fitnesstrainerin Nicole Banas gebeten, die Erfindung für uns auszuprobieren. Also es sieht mega, mega cool aus. Das Wetter ist super genial. Deswegen möchte ich einfach ganz viel Spaß damit haben. Und ich hoffe, dass Sie ein bisschen ins Schwitzen kommen. Zuerst bekommt sie eine kurze Einweisung. Denn gerade das Lenken ist nicht ganz einfach. Du lenkst nicht wie beim Fahrrad durch eine Lenkerbewegung, sondern du lenkst durch deine Gewichtsverlagerung. Ah, okay. Auch zum Aufsteigen hat der Erfinder noch einen Tipp. Du drückst einfach einen Griff nach vorne, eine Griffseite. Ja. Ich bin jetzt Rechtshänder, das heißt, ich drücke immer die linke Seite nach vorne. Und dann bist du in der Geradeausstellung. Das heißt, das Gerät läuft immer geradeaus. Ich zeige dir die Lenkung des Fikos. Die beiden starten zu einer kleinen Probefahrt. Sowohl die koordinierten Arm-Bein-Bewegungen als auch die Lenkung für die sportliche Testerin kein Problem. Wie wendig die patentierte Lenkung den Crosstrainer macht, will Frank mit solchen Slalom-Bewegungen demonstrieren. Ich glaube, das traue ich mich noch nicht so recht. Dann machst du einfach einen Arm nach vorne und drückst dich so rüber oder so. So. Je nachdem, ob du eine Links- oder eine Rechtskurve hast. Okay. Oh ja, das geht besser. Ja? Ja. Schon nach kurzer Übungszeit fahren die beiden in zügigem Tempo. Die Erfinder haben das Gerät bewusst mit drei Rädern ausgestattet. Die geben dem Ganzen Stabilität. Also du kannst damit nicht umfallen. Oh, also egal, gut, wie du dich jetzt in die Kurve lässt, egal wie du cavest, die Räder bleiben immer auf dem Boden. Das ist gut. Ich bin nämlich so ein Paddel und knall dann auch schon mal hin, wenn ich zum Beispiel mal wieder auf Inlinern stehe oder so. Der Crosstrainer hat am Griff einen Hebel für die Gangschaltung. Dreht Nicole den nach innen, wird das Treten leichter. Dreht sie nach außen, wird es schwerer, die Fahrt aber schneller. Die Schaltung ist stufenlos. Nach einer guten halben Stunde Fahrt. Ich bin da! Komm, Nicole! Also, da komme ich richtig. Oder bin ich richtig aus dem Puste? Ja. So, was sagst du? Ja, ich bin richtig außer Puste. Ja. Also kann ich nur sagen, es ist ein effektives Workout. Ja, richtig, auf jeden Fall. Hat richtig Spaß gemacht. Also ich habe mich richtig anstrengen müssen. Es sieht zwar, glaube ich, mega einfach aus, wenn man das so sieht, aber es ist so anstrengend, wenn man im hohen Speed ist. Es ist halt, was es ist. Es ist wirklich ein Power- und Fitnessgerät. Ja. Wenn die Trainingsstrecke nicht direkt vor der Haustür liegt, lässt sich die Erfindung zusammenklappen. Dann passt sie zumindest in einen Kombi. Frank und sein Partner verkaufen die Erfindung bereits, sogar schon ins Ausland. In der Miniwelt im sächsischen Liechtenstein stehen auf einer Fläche von 40.000 Quadratmetern Modelle von berühmten Bauwerken aus aller Welt. Alle im Maßstab 1:25.
Bevor hier wieder die Tore für Besucher öffnen, kümmern sich 15 feste Mitarbeiter darum, alles zu säubern und zu reparieren. Weil am Modell des Leipziger Völkerschlachtdenkmals einige Steine fehlen, sind Modellbauerin Antje und Henriette unterwegs in die Werkstatt. Da haben wir hier eine Kiste, wo wir unterschiedliche Steine haben. Und hier ist natürlich so ein richtiger Steinkanitstein, den wir bearbeiten können. Und den können wir auch nehmen fürs Völkerschlachtdenkmal? Ja, genau. Das ist ein Granitporphyr aus Beuscher, aus dem Originalstein. Davon hat Antje noch einige vom Bau des Modells übrig. Vor mehr als 20 Jahren begann sie mit den Arbeiten am Völkerschlachtdenkmal und hat alle Bauschritte akribisch in diesem Ordner dokumentiert. Modellbau ist Tüftelarbeit. Vor dem Bau hat sie viel am Original recherchiert und vermessen. Warte mal, das ist im Prinzip... Das ist die Unterkonstruktion. Ne? Genau, so sah das genau, aus. Ne? Genau, das ist ein Bild von unserem Kollegen. Wo bist du? Das bin ich. Das bist du? Das bin ich. Ach, Ben. Und das ist diese Konstruktion, darauf habt ihr die Steine geklebt? Dann kommen Platten ran und dann waren die Steine geklebt. Das Modell des Völkerschlachtdenkmals besteht aus drei Teilen. Der Rohbau ist ein Eisengerüst, an dem Zementbauplatten befestigt sind. Daran wiederum sind nach einem genauen Plan die Figuren und Steine verklebt. Da haben wir technische Daten hier des Modells. Und dann haben wir natürlich ganz viele gemacht, die Reihe 1, 2, 3, 4, 5. Und dann haben wir hier genau, wie groß so einer werden muss. Also das ist das Original, 1,60 genau. Meter. Ja, genau. Und bei euch dann 64 Meter. Ja, genau, Millimeter. So muss man es machen. Genau. Die Brille aufzusetzen. Mhm. Und dann tun wir mal hier bearbeiten. Das ist jetzt Hammer und Meißel. Ja, genau. So bringt Antje den Granit in die entsprechende Form. Sag mir mal ganz konkret, was du jetzt machst. Also worum geht es jetzt gerade hier? Die Modelle sind ja teilweise glatt und manchmal sind sie ja naturbearbeitet. Ja. Also so aufgeworfen. Das wäre glatt. Ja, und das wäre aufgeworfen. Das ist aufgeworfen. Geworfen. Und das müssen wir dann immer erstmal schneiden und dann müssen die bearbeitet werden. Aber woher siehst du denn jetzt hier, wie groß das sein muss? Ich weiß ja ungefähr, wie groß so ein Stein ist. Wir hatten ja hier noch, wir haben noch einen hier, hier drin. Da weiß ich ungefähr, dass es die Größe hat. Den hältst du dann auch manchmal ran? Genau, hält schon ein bisschen ran. Also das bedeutet, der soll auch so groß werden? Ja, genau. Und dann müsste es eigentlich hier abgetragen werden. Von der Höhe? Genau, muss es abgetragen werden. Das bedeutet, dieser ganze Teil hier, das ist ja ungefähr ein Fingerbreit, das muss weg. Das muss weg. Es muss doch gehen! Ein wenig ist nicht immer. Ein ganz kleines Loch ist zu sehen. Genau. Du, aber Antje, das ist so klein. Ja, das schaffen wir das heute noch? Das schaffen wir heute nicht mehr. Das heißt, du wolltest mich eigentlich nur mal herführen und mir zeigen, wie schwer es ist? Genau so ist es. Denn dann müsste ich jetzt noch ein paar Tage hier bleiben. Ja, also das ist wirklich Handarbeit und das dauert lange. Das dauert lange, genau. Ja. Das heißt, wir lassen den hier und kleben aber die anderen. Ja, die kleben wir, Okay. Und dann haben wir einen hier, den wir nennen. Genau. Hier in Liechtenstein geht es weiter. Nach dieser Erfindung. Doch was ist das? Entwickelt haben es vier Schüler, die mit genau dieser Frage in der Görlitzer Innenstadt unterwegs sind. Das sieht aus nach Rinde, wenn ich das jetzt so sagen kann. Das sieht aus, wie wenn man so einen Stift spitzt, sag ich mal. So der Abrieb von dem Fleisch. Ja, genau. Ein Möhrenstift. Möhren und... Fast erraten. Es sind zweischichtige Möhrenchips. Erfunden von Johann, Luise, Johanna und Emma. In der Restaurantküche eines Bekannten produzieren die Gymnasiasten ihre Kreation. Die Idee entstand bei einem Schülerwettbewerb, bei dem es um die Entwicklung einer eigenen Geschäftsidee ging. Also wir wollten den Lebensmittelabfall reduzieren und deswegen haben wir uns die zweischichtigen Gemüsechips überlegt, in denen wir das Möhrengrün und die Möhre verwenden, sodass das Möhrengrün eben nicht weggeworfen wird. Gemüsechips sind nichts Neues. Die Verwendung des Möhrengrüns allerdings soll die Chips besonders gesund machen. Mit einer Maschine schneidet Johann die Möhren in 2,5 mm dünne Scheiben.
Im nächsten Herstellungsschritt kommt dann das Grün ins Spiel. Also wir wussten eigentlich schon immer, dass man das Möhrengrün essen kann, aber wir haben dann im Prozess herausgefunden, dass der Teil sehr strunksig ist und deshalb haben wir uns entschieden, den abzuschneiden. Und deshalb benutzen wir den krautigen Teil sozusagen und beugen damit trotzdem Lebensmittelverschwendung vor. Damit möglichst viele Nährstoffe erhalten bleiben, blanchiert Johanna das Grün. Das heißt, sie legt es kurz in siedendes Salzwasser und schreckt es dann ab. Also in dem Möhrengrün sind tatsächlich mehr Vitamine enthalten als in der eigentlichen Möhre selbst. Da ist Vitamin C, Vitamin K und auch Magnesium und Eisen enthalten. Und das ist eben sehr gesund. Für die Weiterverarbeitung pürieren die Schüler das Möhrengrün. Auf Salz oder andere Zusatzstoffe, wie sie in vielen Chips aus dem Supermarkt zu finden sind, verzichten die jungen Erfinder. Das Püree jetzt gleichmäßig auf den Karottenscheiben zu verteilen, ist eine Herausforderung. Mit dem Löffel ist es ziemlich mühsam. Schneller geht es mit der Püreespritze, aber längst nicht besser. Die dritte Idee? Wir haben da zum Beispiel noch so eine Spritzhülle, also das ist natürlich jetzt auch mehr so von zu Hause mitgebracht, aber damit funktioniert es ziemlich gut. Nach und nach kommt so der orangefarbene und der grüne Teil der Möhre wieder zusammen. Und die rohen Chips wandern in einen Dörrautomaten. Wir dörren das jetzt für 14 Stunden. Und von der Temperatur machen wir ungefähr immer 45 Grad. Und das haben wir halt durch Ausprobieren rausgefunden und auch die Länge immer geschaut, wann sind sie uns knackig genug. Durch das Dörren können die Schüler auf Fett komplett verzichten. Die herkömmlichen Chips im Supermarkt werden frittiert, bekommen extra Fette zugesetzt und das haben unsere Chips eben nicht. Ihren Chips wird im Dörrautomaten das Wasser entzogen. Sie schrumpeln auf 14% ihres Gewichts. Außerdem verbinden sich die zwei Schichten ganz ohne Bindemittel. Heraus kommen die fertigen Möhrenchips, denen sie den Namen Ganze Pflanze gaben. Knusprig und lecker, finden zumindest die vier jungen Erfinder. Was andere von ihren Chips halten, wollen sie bei der Verkostung in der Görlitzer Innenstadt herausfinden. Schmeckt den? Kann man sehr schön. Das sind die Kartoffelchips. Die sind fertig in Öl gebraten. Das, was Sie noch verändern würden, vielleicht an der Würze oder. Nee, ich würze so lassen. Muss man nicht würzen. Ich würze so lassen. Von Natur aus. Gut. Ja, es ist lecker. Es ist richtig lecker. Könnte ein bisschen knackiger sein, finde ich persönlich, ja. Nur super. Dankeschön. Und wir bleiben alle schön schlank. Ja, genau. Einen schönen Tag. Trotz des positiven Feedbacks, vor allem die Knusprigkeit, möchten die vier noch verbessern. Denn sie wollen ihre Chips schon bald auf den Markt bringen. Das Patent ist angemeldet. Verträge mit Lieferanten und einem Hersteller sind in Arbeit. Aber ich glaube, man muss einfach beachten, dass wir einfach Schüler sind. Also gerade steht das Abitur doch noch im Vordergrund. Und danach gucken wir einfach, wie es weitergeht. Vielleicht finden wir die Möhrenchips als Alternative zu ungesunden Knabbereien bald im Supermarktregal. Damit Besucher in der Miniwelt im sächsischen Liechtenstein wieder auf Weltreise gehen können, werden die Modelle für die neue Saison flott gemacht. Was brauchen wir denn jetzt, um die Steine ranzukriegen? Und zwar ist das Fliesenflexkleber, den muss ich jetzt einmachen. Ja. Dann kommen wir mal mit. Fliesenflexkleber ist eine Art Mörtel, der auch im Außenbereich benutzt wird. Jetzt haben wir schon die Steine zurechtgelegt. Ja. Jetzt müssen wir es aber alles erstmal befeuchten. Durch das Befeuchten soll der Mörtel besser an den Zementbauplatten halten. Er wird jetzt großzügig aufgetragen. Siehst du, deine Maße stimmen alle? Ja, genau. Jetzt machen wir noch etwas dazu hier, damit es alles dann schön. Das machen wir meistens nur mit den Händen. Die losen Steine sitzen wieder. Die Löcher sind gestopft. Nun ist nur noch ein bisschen Putzarbeit nötig. Ja, also Antje, ich bin echt überrascht, obwohl es ja ein kleines Modell ist, wie viel Arbeit hier drin steckt. Genau. Ja, also wir haben hier noch ganz schön zu tun. Wir putzen jetzt noch ein bisschen weiter. Hier geht's weiter mit der Umschau und wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder bei Einfach Genial.